Hallo zur neuen OV-Wochenschau. Über eine Antenne auf seinem Dachboden empfängt Ludger Bürgerding aus Holdorf Signale von Flugzeugen in der Umgebung. Als Barack Obama im April 2016 nach Hannover kam, sah Bürgerding die Maschine auf seinem Bildschirm, ging hinaus und fotografierte sie. Und in Lohne gibt es Streit um Bahnübergänge am Pohlwiesendamm und Stockhoffs. Die Deutsche Bahn will nur eine technische Sicherung finanzieren. Ein Übergang müsste geschlossen werden. Das trifft bei den Anliegern auf Unverständnis. Auch die Stadt möchte beide Übergänge erhalten. Hallo, mein Name ist Anna Siemers. Ich bin Tierärztin für Schweine. Seit mittlerweile 7 Jahren betreue ich die Schweinebestände im Landkreis Vechta und umzu, wie man hier so schön sagt. Und ihr begleitet mich heute auf einem Routinebesuch bei einem geschlossenen Bestand. Hier sind wir in einem geschlossenen Bestand. Das heißt, wir haben hier im Bestand Sauen, Saugferkel, Ferkel und Mastschweine. Und üblicherweise fangen wir dann bei den Sauen und Saugferkeln im Abferkelbereich an, so wie hier eben auch. Und wir besprechen mit dem Landwirt, welche aktuellen Probleme im Bestand gerade vorhanden sind. Noch ein Tag, dann ist endlich Wochenende. Deswegen präsentieren wir euch heute unsere Veranstaltungstipps für dieses Wochenende. Am Samstagabend um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Lohne. Dort steht das Theaterstück Eine Frau Schau auf dem Programm. Klingt jetzt nicht danach, als wäre ein männlicher Solokünstler auf der Bühne, das ist aber so. Das Stück geschrieben hat Viktor Petersen und selber spielt er auch die Hauptrolle. Es geht darin um einen Gefängnisinsassen, der sich aus seiner tristen Realität wegdenkt in eine schönere Welt, wo er selber Theaterstücke schreibt und die in seinem eigenen Theater aufführt. Eigentlich ähnlich wie Petersen selbst. Petersen ist mit diesem Stück schon in München, in Stuttgart und in Berlin aufgetreten und jetzt kommt er nach Lohne. Karten gibt es im Musikhaus in Lohne unter der Telefonnummer 04442 73 666. Die kosten 14 Euro und ermäßigt kommt ihr für 10 Euro rein. Wir lassen uns die Laune vom Wetter nicht vermiesen und das sollten auch die Karnevalisten im Nordkreis nicht, denn die Karnevalsumzüge stehen am Wochenende bevor. Am Samstag starten die Jecken um 15.15 Uhr in Lutten und am Sonntag geht der Karnevalsumzug um 13.11 Uhr in Goldenstedt.